Das Entscheidende ist ja, dass sehr, sehr viel Tradition, Werte und Normen häufig als Jesidentum und Religion verkauft werden. Ich kann mich in Konfliktfällen erinnern, wo es hieß, wenn es zum Beispiel ein junger Mann abends in die Disco gegangen ist, dann es Konflikte gab, der Vater gesagt hat, nee, meine Religion sagt, mein Sohn soll heute Abend nicht in die Disco gehen oder so. Sehr gut. Sehen Sie? Und dann werden dann halt gewisse Dinge auf die Religion übergestülpt, wo wir als Gemeinde, aber auch als Verein sagen so, nee, das ist nicht Religion, das ist eine Verhaltensnorm oder ein Ding, was du aus der Heimat mitgebracht hast, wo wir das aber in Deutschland nicht praktizieren können. Also es geht auch darum, auch den Menschen zu erklären, was Religion ist und was Verhaltensnorm und was Tradition also sind. Also ein Jeside darf tanzen. Ja, sehr intensiv. Also das er darf, wie ich gelernt habe, auch Alkohol trinken. Richtig. Ja, darf er Schweinefleisch essen? Das darf er nicht. Darf er nicht. Das darf er nicht. Was darf er noch nicht essen? Er darf eigentlich auch keinen Kohl und keinen Lettich essen. Und Kohl und Lettich? Genau. Der Kohl hat ein ganz einfaches Bewandtnis. Das ist in Deutschland nicht ganz. Ja, als Oldenburger ist das sehr problematisch, weil wir eigentlich eine Tradition, was den Grünkohl haben. Das ist mal sehr so schwierig, aber gut, die nächsten Generationen haben das mittlerweile nicht so stark. Und also jetzt für mich, wenn ich Sie einlade, Kohl vermeiden, Schweinefleisch vermeiden. Also aus religiöser Sicht dürfte ich es nicht essen, aber ich bin da ganz ehrlich zu Ihnen, ich esse das. Zum Schweinefleisch. Ist noch gar nicht lange her, war eine Ausstellung gezeigt worden über Eziden, da stand dran Schweinefleischverbot. Da stand ich mit mehreren Eziden zusammen, völliger Quatsch. Bei uns gab es immer Schweinefleisch, denn Eziden, die im christlichen Umfeld groß geworden sind, auch in der Heimat, die sehr stark mit christlichen Dörfern zusammenlebten, die haben Schweinefleisch gegessen. Eziden, die im muslimischen Umfeld groß geworden sind, man muss auch diese Sachen sehr stark sehen. Ich kenne auch Eziden, die dann Jesus anrufen oder die zu Krankheiten in Klöster gehen. Je nachdem, wo man groß geworden ist, gibt es die regionalen Unterschiede sehr groß. Und ja, wenn man Eziden heute fragt, da sind wir beim wahren Glauben und beim Lebensablauf oder bei der Orthopraxie. Bei der wahren Praxis, nicht? Bei der Praxis, ja, ja. Wenn ich jetzt frage, wenn ich die fragen würde, wie ist das mit den Erzengeln und alle dergleichen, wie verhalten die sich zueinander, da wären sie kaum auskunftsfähig. Aber dann könnten Sie sagen, wie oft Sie beten am Tag, wann und die zwar? Fastenzeiten sind. Aber was Sie beten und was in den Inhalten ist, können Sie nicht sagen. Das wird schwierig. Das wird schon schwieriger. Wie oft beten Sie denn? Kann man das sagen? Oder also es ist ja so, es gibt ja Gebetszeiten, das Morgen-, Mittag- und Abendgebet. Ja. Und macht man das? Oder? Ich persönlich nicht, nehmen. Aber aus persönlichen Gründen. Also es gibt, wie gesagt, feste Zeiten, wo man beten kann. Ja. Vor allem dann, wenn die Sonne auf und unter geht oder wenn sie am höchsten steht, also zum Mittag. Ja. Es gibt auch Gebete zur Hochzeit, Gebete zur Taufe, Gebete zum Tod, also für alles Mögliche, für jeden zeitlichen und Ereignis, für jedes Ereignis gibt es dann Gebet, aber die Gebete sind nicht verpflichtend. Es gibt also keine Verpflichtung, im Jesidentum zu beten, dass man sagt, okay, nur wenn du betest, bist du ein guter Jeside. So ist es nicht, sondern jeder Jeside jedem Jesiden frei zu sagen, ich bete oder ich bete nicht. Gut. Es gibt aber dann auch spezielle Gebete, genau. Ja. Wenn ich jetzt sage, ich möchte als Jeside die Gebote oder die Feste meiner Religion feiern. Sie haben eben gesagt, welche sind es? Sie feiern Neujahr, was mache ich? Genau, noch? Wir haben das jesidische Neujahr im April, wird das gefeiert. Dann haben wir das höchste Fest, Ida Jesid, zu Ehren Gottes im Dezember. Dann gibt es bei uns Jesiden aus Turabdin das Batesmi, Taufest kann man auch, wenn man so will, bezeichnen. Dann gibt es etliche kleinere regionale Feierlichkeiten, zum Beispiel zu Ehren eines Heiligen. Ja. Also in jeder Region gab es dann einen Heiligen, der dann angebetet wurde oder der verehrt wurde und für ihn hat man dann nochmal ein Fest gefeiert. Dann gibt es das Fest der Zusammenkunft, Jemaah Shehadi, im Oktober ist das, vom 6. bis 13. Oktober, eines der größten Feste. Und da kommen eigentlich alle, bei diesen größten Festen kommen alle Jesiden eigentlich zusammen.